Im warmen Abendlicht des schönen Julitages begrüßt mich Portsmouth. Ruhm und Bollwerk des Königreichs wurde die Hafenstadt einst genannt, eine Insel wie England selbst mit ausgedehnten Docks. Die Skyline der Schifffahrt, Kräne, Masten und natürlich die Schifffahrt selbst sind allgegenwärtig. Die Royal Navy ist hier zu Hause und natürlich streng bewacht, die HMS Victory im Trockendeck der königlichen Werft. Ein Triumph der Schiffsbaukunst und ein Meilenstein der Epoche, in der Lord Nelson bei der Schlacht von Trafalgar zum Nationalhelden wurde und England zur Königin der Meere. Die HMS Warrior, 1860 in Dienst gestellt, zählt ebenfalls zu den bedeutendsten Kriegsschiffen dieser Welt. Sie liegt hier seit 1987 als Museumsschiff vor Anker. Beide Schiffe waren zum Zeitpunkt der Indienststellung unübertroffene Kriegsmaschinen. Wenn die Feuerschlünde allseitig gleichzeitig ihre todbringende Botschaft verkündeten, dann wurde selbst die Nacht zum Tag, dann sahen die Gegner kein Schiff mehr. Es war die Hölle, die über sie hereinbrach. Die Gastronomie im Umfeld der historischen Werft ist auf die vielen Tagesbesucher bestens eingestellt. Es ist sehr angenehm, hier im letzten Abendlicht zu sitzen, mit Blick auf die HMS Warrior und auf die belebte Uferpromenade. Nur wenige Schritte entfernt habe ich ein Zimmer gefunden. Ich freue mich auf die Vormittagsstunden des letzten Reisetages, aber zuvor noch ein letztes Mal auf das gute englische Bier und auf die nationale Küche. Die traditionelle Dekoration an der Wand des Gasthauses ist eine gute Einstimmung auf den morgigen Tag. Der Admiral Lord Nelson siegte zwar über die Franzosen und Spanier in der Schlacht bei Trafalgar vor der andalusischen Küste am Nordwestende der Straße von Gibraltar. Er selbst verlor am gleichen Tag sein Leben durch die Musketenkugel eines Scharfschützen, abgefeuert aus der Takelage eines gegnerischen Schiffs. Nun ist es soweit. Im strahlenden Licht des neuen Tages präsentiert sich das berühmteste Schiff der englischen Marinegeschichte, renoviert und herausgeputzt für die unzähligen Besucher der nächsten 100 Jahre. Es ist nicht nur die Handwerkskunst, die beeindruckt, es ist auch die Pracht der Farben, der Ausschmückungen. Die Materialschönheit, die Perfektion der Verarbeitung lassen den Stolz erahnen, den die Erbauer, die Kriegsherren und natürlich auch die Besatzung empfand. Unverwundbar, allem überlegen, fühlte man sich wohl auf diesem schnellen, wendigen, mit 104 Kanonen bestückten Schiff. Die HMS Victory gehörte tatsächlich zu den besten Kriegsschiffen ihrer Zeit. 5.440 Quadratmeter Segelfläche bewegten das 70 Meter lange, 16 Meter breite, mit 6 Deckebenen ausgestattete Schiff über die Weltmeere. Bis zu 11 Knoten, das entspricht 20 Kilometer Geschwindigkeit, konnten erreicht werden. Vom Heck des Oberdecks aus befehligte der Admiral während der Schlacht. Dort wurde er von der Musketenkugel getroffen. Hinter dem großen Steuerrad befindet sich die Kajüte von Captain Thomas Hardy. Die sehr komfortablen Admiralsräume befinden sich ein Deck darunter, ebenfalls im Heckbereich. An dieser langen Tafel speisten die Offiziere. Hier wurden sie instruiert über die Taktik der Kriegsführung, über die Situation im Flottenverband.
An diesem runden Tisch studierte der Admiral die Karten, entwarf die geniale Strategie, die dazu führte, dass am 21. Oktober 1805 ein Großteil der napoleonischen Flotte zerstört oder erobert wurde. 17 Schiffe fielen in die Hände der Briten, die Royal Navy verlor kein einziges. Auf napoleonischer Seite verloren 4.408 Seeleute ihr Leben. Auf britischer Seite betrug die Zahl der Toten 449. Die im Kampf beschädigte Victory wurde nach Gibraltar geschleppt. An Bord in einem Fass mit Brandy die Leiche Nelsons. Sein letzter Eintrag im Logbuch. Bei Tageslicht sahen wir die vereinte Flotte des Feindes zwischen Ost und Ost-Südost. Wir langweilten uns zu Tode. Ich ließ die Segel setzen und die Gefechtsstationen bemannen. Der Feind fuhr südwärts. Um 7 ermüdet der Feind. Möge unser großartiger Gott, den ich verehre, meinem Land und der Wohlfahrt Europas einen großen und glorreichen Sieg bescheren. Und möge kein Fehltritt einen Makel erzeugen. Möge Menschlichkeit in der Flotte nach dem Sieg das überlegene Merkmal der britischen Flotte sein. Ich selbst werde mein Leben ihm, der mich erschaffen hat, widmen und möge sein Licht über meinen Bestrebungen, meinem Land zu dienen, stehen. In seine Hände und der gerechten Sache, das Land zu verteidigen, gebe ich mich. Amen. 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 Der Admiral starb in den Armen des Kapitäns. Seine letzten Worte: Küss mich, Hardy. Gott sei Dank habe ich meine Pflicht erfüllt. Das linke Gemälde zeigt Emma, Lady Hamilton, die Geliebte, das mittlere die gemeinsame Tochter. Alle Besatzungsmitglieder, auch der Admiral, schliefen zwischen den Kanonen. Die Offiziere hatten eine mit Tüchern drapierte Koje. Wenn sie auf See starben, war es zugleich ihr Sarg. Auch gegessen wurde zwischen den Geschützen. 821 Männer waren bei der Schlacht von Trafalgar an Bord. 7,5 Tonnen Schießpulver wurden verbraucht. Verletzte erhielten im zweituntersten Deck medizinische Versorgung. Hier waren die Planken rot gestrichen. Nachdem die Victory 2 Monate nach der Schlacht den Heimathafen in England erreicht hatte, erhielt Lord Nelson ein Staatsbegräbnis in der Kathedrale St. Paul's in London. Was die Besucher heute auf diesem glorreichen Schiff antreffen, ist das Ergebnis einer Rekonstruktion des Zustandes während der Schlacht bei Trafalgar. Vieles ist Nachbildung, aber im Gesamten betrachtet als Dokument der Zeitgeschichte unglaublich wertvoll. Am 7. Mai 1765 wurde die Victory der Kriegsmarine übergeben. Über 147 Jahre hatte sie Wasser unter dem Kiel. Erst 1922 gelangte sie ins Trockendeck, dem heutigen Liegeplatz. Zwischen Mai und August 1805 verfolgten die Schiffe der Royal Navy und darunter die Victory französische Kriegsschiffe bis nach Westindien und zurück. 2 Monate darauf fand die entscheidende Schlacht von Trafalgar statt. Im mittleren Batteriedeck zwischen all den Kanonen wurden Mahlzeiten für die gesamte Besatzung zubereitet. Zum Frühstück gab es Haferschleim, dazu ein Getränk aus heißem Wasser und darin aufgelöstem Zwieback. Mittags gab es Eintopf mit gepökeltem Fleisch, manchmal auch Fisch, dazu Hafermehl und getrocknete Erbsen. Das Abendessen bestand aus Zwieback, Butter oder Käse. Nach längerer Zeit auf See füllte sich der Zwieback mit Käfern. Der Käse war schimmelig, die Butter ranzig, das Trinkwasser brackig. Um die Männer dennoch bei Laune zu halten, erhielten sie Tagesrationen von etwa 4,5 Liter Bier oder 1 Liter Wein oder 1/4 Liter Rum, manchmal auch Brandy. Im untersten Deck befinden sich die Laderäume für Speisen, Getränke, Schiffsgerät und die Werkstätten.
Ich muss mich oft bücken, während ich über Stiegen und Treppen steige. ...2100 Tonnen Nutzlast fanden weit unter der Wasserlinie einen relativ geschützten Raum. Darunter 120 Tonnen Kanonenkugeln in Geschossfächern gelagert. Die Pulverkammer enthielt 35 Tonnen Schießpulver in 784 Fässern zwischen Tampen weich gelagert. Alle Wände dieses Bereichs sind mit Kupfer beschlagen, um einer Feuerausbreitung zu begegnen, aber auch als Schutz gegen Ratten. Sie verschleppten das hochexplosive Schießpulver in andere Teile des Schiffes. Hier im dunkelsten und niedrigsten Bereich der Victory endet mein Rundgang. Es tut gut, wieder aufrecht in der Sonne zu stehen. Von drei Geschützdecks konnte die Victory feuern, in alle Richtungen gleichzeitig. Zur Beschädigung des gegnerischen Schiffsrumpfes wurden nicht explodierende Vollgeschosse eingesetzt. Die britischen Kanonen konnten im Rhythmus von 90 Sekunden abgefeuert werden. Im Royal Naval Museum ist die glorreiche Epoche rund um das berühmte Kriegsschiff und den als Held der Nation in der Geschichte für immer verankerten Befehlshaber in angemessener Wertigkeit dokumentiert. Dieses Modell zeigt den Originalzustand der Victory um 1800 während des Sieges über die französische und spanische Flotte. Der erste Bugstäben der Victory zum Zeitpunkt der Kiellegung sah so aus, die glorreiche den Siegesanspruch verkörpernd. Die Victory war schon 40 Jahre im Kriegsdienst, als Nelson im Jahre 1803 seine Flagge hisste. Vier Seeschlachten hatte sie schon als siegreiche überstanden, unter anderen Admirälen. ...50.000 Seeleute kämpften am 21. Oktober 1805 vor der Küste Andalusiens um ihr Leben. Etwa 5.000 starben in wenigen Stunden, etwa 3.000 wurden verwundet. Viele kehrten als Krüppel in die Heimat zurück, wenn überhaupt. Die englischen Verwundeten erhielten ein Zertifikat ihrer Verletzung. Das sicherte ihnen eine lebenslange Rente für den Fall, dass sie nicht mehr auf See dienen konnten. Mehr als 5000 französische und spanische Offiziere und Mannschaften wurden in englischen Spezialgefängnissen eingekerkert. Maler eilten auf Schiffen der Victory entgegen auf ihrem letzten schweren Weg in den Heimathafen. Sie hielten vor Ort die ergreifende Sterbeszene fest, so wie die Besatzung sie schilderte. Dieser Mann hat die Pläne Napoleons und seine Strategie zur Erreichung der Seeherrschaft durchkreuzt. Er verlor im entscheidenden Augenblick sein Leben, doch er lebt weiter in den Herzen der Besucher, die sein Schiff, sein Werkzeug, Ort seines Wirkens aufsuchen, um ein wenig zu verstehen, wie groß seine Leistung und die aller tapferen Mitstreiter vom Offizier bis zum Schiffsjungen wirklich war. Sie alle haben sich in der Geschichte verewigt. Was die Zeit überdauert hat, ist ihr Denkmal. Ortswechsel. Ich stehe vor der HMS Warrior, der Antwort auf die französischen Fortschritte im Bau von Kriegsschiffen nach der Niederlage von Trafalgar. Zu ihrer Zeit im Jahre 1860 das größte, schnellste und leistungsstärkste Kriegsschiff der Welt. Unter Dampf schaffte das von 655 Seeleuten manövrierte Schiff 14,3 Knoten, mit Segel und Dampfantrieb 17,5 Knoten. Das sind 32 Kilometer in der Stunde.
Die Warrior ist das erste ozeantaugliche Panzerschiff mit eisernem Rumpf, praktisch unverwundbar für konventionelle Schiffsartillerie. Die zweizylindrische Dampfmaschine wurde über 10 Kessel versorgt. Wenn die Warrior unter Segel fuhr, konnten beide Schornsteine und die Schiffsschraube eingezogen werden. Dieses stolze Kriegsschiff der englischen Marine hat nie an einer Seeschlacht teilgenommen. Die rasante Entwicklung der Waffentechnik bewirkte, dass sie und ihr Schwesterschiff innerhalb von 10 Jahren veralteten. Schon 23 Jahre nach Indienststellung wurde sie ausgemustert. Ihrer Waffentechnik beraubt, diente sie bis 1904 als Lager und Depot. Der Verfall des Schrottwertes solcher Schiffe hat sie vor dem endgültigen Aus bewahrt. Seit 1979 kümmert sich ein Verein um die Restaurierung. Die Leistung dieser Gruppe ist großartig. Die Reise in Englands Randgebiete im Südwesten hat mir offenbart, wie reich diese Insel an herausragenden Naturschönheiten und Zeugnissen des Menschseins ist. Die Römer ausgenommen, blieben alle Neuankömmlinge von den Menschen des Megalithzeitalters über Kelten, Wikinger, Angelsachsen und Normannen. Die Allianz dieser Menschengruppen erwies sich als sehr erfolgreich. Ihr Blut, ihre Gene haben sich vermischt. Was die Römer Britannia nannten, entwickelte sich zu Großbritannien. Die Sprache der germanischen Eroberer zur Weltsprache Englisch. Ich werde wiederkommen. Dann aber die Randgebiete im Nordwesten und Norden dokumentieren die großartige Natur- und Kulturgeschichte Schottlands.